Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Sendereihe Weitblick, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Heiligen Land hat das Christentum seinen Ursprung. Dort finden sich bis heute wichtige Spuren des Wirkens Jesu und seiner Apostel. Christen gibt es dort aber nur noch wenige. Ihr Anteil liegt bei gerade einmal 2% der Bevölkerung. Auf sich allein gestellt wären sie nicht in der Lage, die heiligen Stätten des Christentums zu bewahren und die kirchlichen Einrichtungen zu unterhalten. Aber sie bekommen Unterstützung aus aller Welt, zum Beispiel vom Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Berthold Orschler ist Mitglied in dieser Gemeinschaft. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Orschler. Sie sind leitender Komtur in der Komturei St. Kilian in Würzburg. Richtig. Komturei, Komtur, das sind Wörter, die nicht jeder kennt. Können Sie uns das kurz erklären? Ja, gerne. Eine Komturei ist innerhalb des Ritterordens vom Heiligen Grab die kleinste organisatorische Einheit. In ihr spielt sich Komtureileben ab. Wir haben in Deutschland 38 Komtureien mit der Mitgliedergröße 28 bis in der Spitze 70. Und jeder Komturei steht ein Komtur als verantwortlicher Leiter vor und er wird unterstützt von einem Prior, der die geistlichen Schwerpunkte setzt. Und woher kommt dieses Wort Komtur? Wie könnte man das übersetzen? Komtur kommt aus dem Militärischen, letzten Endes geht es ja in die Kreuzfahrerzeit zurück. Und das ist quasi der Leitende einer Komturei. Kreuzfahrerzeit, das ist lange her. Viele denken vielleicht, wenn sie das Wort Ritterorden hören, an das Mittelalter. Wo liegen denn die Ursprünge Ihres Ritterordens? Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie hier anschneiden. Es war schon immer das Anliegen, schon der frühen Christen, in dem Land unterwegs zu sein, an den heiligen Städten, in denen Jesus gelebt und gewirkt hat. Denken Sie beispielsweise an die ganz frühen Pilgerberichte der Egerier aus Spanien oder aus Gallien. Und so geht auch der Ritterorden vom Heiligen Grab auf eine spätmittelalterliche Pilgerbewegung zurück. Letztlich also in die Kreuzfahrerzeit. Wobei der Ritterorden vom Heiligen Grab nie ein militärischer Orden war, im Gegensatz beispielsweise zu den Johannitern oder Maltesern, zu den Templern oder auch zum deutschen Orden. Können Sie ganz kurz sagen, worin die Aufgaben heute bestehen, dass man einen ersten Eindruck bekommt von ihrer Tätigkeit? Der Ritterorden vom Heiligen Grab geht in diese Zeit des Frühmittelalters zurück, als frühmittelalterliche Pilgerbewegung. Man muss sich vorstellen, 1291, die Kreuzfahrerhochburg Akkon war gefallen und damit auch das Königreich Jerusalem untergegangen. Und aus der Sicht der damaligen Christen war der Sieg der Muslime über die Christen ein nur schwer verständliches Gottesurteil und es bedurfte einer neuen Deutung und Auslegung. Und aus dieser Situation heraus ist das geistliche Rittertum entstanden im Sinne des Paulus, des Miles Christianus. Und diesen geistlichen Ritterideal, diesen Ursprung, den hat der Ritterorden vom Heiligen Grab übernommen. Und heute fördern Sie das Christentum im Heiligen Land? Das ist der ganz entscheidende Aspekt. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist eine Gemeinschaft des Gebets, der Spiritualität und mit dem speziellen Auftrag, sich um die Christen im Heiligen Land zu kümmern. Er ist ein päpstlicher Orden und schwerpunktmäßig werden Projekte des Lateinischen Patriarchats in Palästina unterstützt. Und das heißt dann Projekte der katholischen Kirche? Genau. Das Lateinische Patriarchat ist das römisch-katholische Patriarchat, kann man das so sagen? Genau, man könnte sagen, quasi das Erzbistum mit dem Ehrentitel Patriarch, was für die
ja, was für das, für Palästina, für die Westbank, für das Kernland Israel, für Jordanien und letztlich auch für Zypern zuständig ist, von der Jurisdiktion. Herr Oschler, wie sind Sie denn dazu gekommen, in diesem Verein oder in dieser Gemeinschaft mitzuwirken? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich wurde von Freunden angesprochen, die schon seit vielen Jahren Mitglied in dieser Gemeinschaft waren. Und ich wurde als Gast eingeladen, habe über 1,5 bis 2 Jahre einmal die Spiritualität und auch die Ordenszielsetzung mit deren Projekte kennenlernen dürfen. Die haben mich so überzeugt, auch diese Freude, mit der in diesen Gemeinschaften Glaube gelebt wird, und sodass ich mich entschieden habe, dieser Gemeinschaft beizutreten. Kann man das selbst entscheiden? Kann man sich melden? Ich möchte gerne Mitglied werden, oder wie ist das? Ja, Mitglied werden durch Antrag, das geht beim Ritterorden vom Heiligen Grab nicht. Es kommen Vorschläge aus den einzelnen Komtureien. Der ins Auge gefasste Vorschlag wird eingeladen, so wie es also bei mir der Fall war. Man kann sich also nicht bewerben, sondern man wird berufen. Ihr Orden ist auch rein äußerlich schon als etwas Besonderes zu erkennen. Ihr Orden hat eine bestimmte Kleidung. Können Sie uns das ganz kurz erläutern? Ja, ich hatte schon angedeutet, der Ritterorden vom Heiligen Grab ist ein päpstlicher Orden. Und er ist 1868, also vor rund 150 Jahren, von Papst Pius dem IX auf eine neue Grundlage gestellt, hat eine päpstliche Satzung erhalten und ist deshalb auch ein Orden päpstlichen Rechts und wurde bis zum Jahr 1950 von den Päpsten selbst geleitet, also nicht nur Pius der Zehnte, Pius der Elfte, Pius der Zwölfte, sondern auch Pius Benedikt der Fünfzehnte. Und es war Papst Pius, der heilige Papst Pius der Zehnte, der dem Orden auch seine Insignien gegeben hat, wie beispielsweise den weißen Ordensmantel, ein Chormantel mit dem prominenten Jerusalemkreuz auf der linken Seite. Die Damen, die auch Mitglied werden bei dem Ritterorden vom Heiligen Grab, die tragen einen gleichen Chormantel, allerdings in schwarzer Farbe. Und dieser Chormantel ist ein liturgisches Gewand. Wir ziehen diesen Mantel, wir legen diesen Mantel bei festlichen Gottesdiensten an, aber auch in der Öffentlichkeit, wenn wir an Fronleichnamsprozessionen teilnehmen oder in Würzburg bei der Kiliani-Prozession. Welche Eigenschaften muss denn ein Ordensritter mitbringen? Welche besonderen Fähigkeiten oder Tugenden? Ja, das ist eine interessante Frage, die Sie jetzt anschneiden. Es geht beim Ritterorden vom Heiligen Grab darum, die persönliche Spiritualität, die persönliche Frömmigkeit, wenn man so will, zu unterstützen, zu fördern. Dazu bietet der Ritterorden auch eine ganze Reihe an Veranstaltungen, an Begegnungen an. Und aus diesem besonderen Glaubensleben heraus, an der Freude am Glauben, erwächst letzten Endes auch die Verpflichtung, dann sich um die Christen im Heiligen Land zu bemühen, einmal im Gebet die Menschen vor Ort zu besuchen, aber auch ganz konkret materiell durch finanzielle Opfer und Spenden. Muss solch ein Ordensritter auch so etwas wie eine gewisse Streitbarkeit mitbringen oder nur im übertragenen Sinne, dass er bereit ist, sich einzusetzen für die Belange der Christen im Heiligen Land etwa? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir unseren Glauben auch in der Öffentlichkeit bezeugen. Wir werden kürzlich eingeladen zu einem Einkehrwochenende in das Benediktinerkloster Münster-Schwarzach. Und der Exerzitienleiter, Professor Nassim, war es ein Anliegen gewesen, auf die zunehmende Säkularisierung in vielen Lebensbereichen, unter anderem auch was die Gesetzgebung anbetrifft, wenn wir an den Lebensschutz denken, an den Lebensschutz zu Beginn des Lebens, aber gerade auch am Ende des Lebens. Und ihm war es sehr wichtig, dass gerade wir als Ordensmitglieder für die Würde des Menschen
zu Beginn des Lebens und gerade auch am Ende des Lebens eintreten. Und er führte aus, dass wir als Christen gerade in unserer Gottesebenbildlichkeit des Menschen die beste Begründung für Würde haben und dass es unsere Aufgabe ist, auch in unserem Einfluss, in unserem Wirkungsbereich auf und für diese Würde des Menschen einzutreten und diese Würde nicht zu relativieren. Ihr zentrales Einsatzgebiet ist aber das Heilige Land, Sie haben es schon angedeutet. Und in Ihrem Namen dieses Ritterordens taucht auch der Begriff des Heiligen Grabes auf. Welche Bedeutung hat dieses Heilige Grab für Ihre Gemeinschaft? Das Heilige Grab ist der Ort in Jerusalem und konkret in der Grabeskirche, an dem Jesus Christus gestorben ist, und die Griechen bezeichnen es auch als die Anastasis, als die Auferstehungskirche, in dem also auch Jesus wieder auferstanden ist. Und hier an diesem Ort manifestiert sich das Geheimnis unseres katholischen Glaubens. Also ein ganz zentraler Ort für das Christentum. Welche Verantwortung haben Sie denn direkt für dieses Heilige Grab? Schon in früher Zeit war es ein Anliegen des Adels, dem Ort nahe zu sein, an dem Jesus gestorben und auch wieder auferstanden ist. Und so wurden im späten Mittelalter die ersten Ritter am Heiligen Grab zu Ritter geschlagen. Das bedeutete, sein Leben nach den Evangelien auszurichten, quasi als im übertragenen Sinne als geistiges Rittertum. Im Gegensatz zu dem Raubrittertum des Mittelalters hat sich nach der Kreuzfahrerzeit dieses spirituelle, dieses geistige Rittertum als Miles Christianus herausgebildet. Der Adel, der in das Heilige Land gepilgert ist und durch diese Pilgerschaft gelobte, sein Leben nach Christus auszurichten, von den Franziskanern zum Ritter geschlagen wurde. Und dieses Bild, wie es auch Paulus bezeichnet, dieses Miles Christi, das ist eigentlich unser Bild, nach dem wir heute leben. Damit ergibt sich offensichtlich eine sehr enge Christusverbindung. Diese wichtigen heiligen Stätten im Heiligen Land, in Israel, in Palästina, werden heute bewahrt von nur noch einer kleinen Minderheit von Christen. Wie viele Christen gibt es überhaupt noch im Heiligen Land? Das ist sehr bedrückend, wenn man die Entwicklung betrachtet. Wenn Sie überlegen, im Kernland Israel mit circa 8 Millionen Einwohnern sprechen wir heute noch von ca. 150.000 Christen. Davon sind die Hälfte griechisch-orthodoxen, vielleicht 40.000 Melkiten. Und es sind nur noch ca. 10.000 römisch-katholische Christen. Wenn Sie das besetzte Gebiet, wenn Sie die Westbanks einmal hernehmen, dann sprechen wir von ca. 200.000 Christen. In beiden Fällen aber jeweils mit abnehmender Tendenz aufgrund der schwierigen Lebensverhältnisse, in denen die Christen dort heute leben. Was bedeutet es für die Christen, als kleine Minderheit unter Juden und in den palästinensischen Gebieten, vornehmlich unter Muslimen, zu leben? Lassen Sie mich vielleicht auf eine Pilgerreise zurückkommen, die wir kürzlich unternahmen. Und wir hatten hier Gelegenheit, unter anderem auch mit verschiedenen Pfarreien sprechen zu können, unter anderem mit Vater Johnny Abu Khalil in Taipeh. Das ist ein christlicher Ort mit ca. 2000 Christen, vielleicht so 20 Kilometer nördlich, nordöstlich von Bethlehem gelegen. Und ich hatte eingangs schon erwähnt, bei unserem Einkehrwochenende war das Thema Würde im Mittelpunkt gestanden. Und Vater Abu Khalil führte aus, dass es genau diese Würde ist, die den Menschen in den besetzten Gebieten vorenthalten wird. Und er brachte ein ganz konkretes Beispiel. Er sagte, wenn ich mit meiner Pfarrgemeinde beispielsweise an der Palmsonntagsprozession teilnehmen möchte, die von Betfage über den Ölberg runter zur St. Anna-Kirche geht, dann muss ich eine Liste von allen
Mitreisenden meiner Gemeinde ausfüllen mit den Namen, mit den Vornamen, mit der jeweiligen ID-Nummer und muss diese Liste den israelischen Genehmigungsbehörden vorlegen, bevor wir also ausreisen können. Und dann sagte er, was mich also sehr betroffen gemacht hat, dass ich vor diesem Hintergrund viele gerade junge Christen fragen, wenn wir schon in wirtschaftlich sehr schwierigen Verhältnissen leben und überhaupt nicht die Möglichkeit haben, an die heiligen Stätten heranzukommen, was hält uns dann heute noch hier im Heiligen Land zu verbleiben? Eine der Schwierigkeiten, die Christen und nicht nur Christen, sondern auch viele Palästinenser im Heiligen Land haben, das ist die Sperranlage, eine Mauer, die Israel seit einigen Jahren baut, um eben eine Grenze, eine unüberwindliche Grenze zu ziehen zwischen den verschiedenen Gebieten. Haben Sie diese Mauer selbst gesehen? Und wenn ja, mit welchen Gedanken und Gefühlen vielleicht haben Sie vor dieser Mauer gestanden? Ja, spontan fällt mir also hier ein Zitat von Amos Oz ein, bezogen auf Gaza jetzt bezogen, der einmal meinte, dass Gaza das größte Freiluftgefängnis der Welt darstellt. Und man muss also eines sehen, Israel hat eine Sperrmauer gebaut, eine Schutzmauer, zurzeit ca. 800 Kilometer Länge, 8 Meter hoch, also dreimal so hoch wie damals die Berliner Mauer. Und ich kann die Situation der Israelis sehr gut verstehen, dass man versucht, sich zu schützen. Denn ganz klar, die Israelis, die Juden haben ein Recht, in einem eigenen Staat sicher leben zu können. Und seit dem Bau dieser Schutzmauer ist die Zahl der Selbstmordattentate im Kernland Israel deutlich zurückgegangen. Andererseits muss man sagen, dass natürlich auch die arabische Bevölkerung ein Anrecht hat, denn sie lebt genauso lange schon dort in diesem Gebiet, ein Anrecht hat auf einen eigenen Staat, ja, in dem sie souverän und in eigenen Grenzen leben kann. Der dahinterstehende Israel-Palästina-Konflikt gehört zu den vielleicht kompliziertesten Konflikten auf dieser Erde. Haben Sie durch Ihre Israel-Reisen eine neue Sicht auf diesen Konflikt gewinnen können? Ich glaube ja. Ich glaube, dass jeder Pilger, der sich eine Reise in das Heilige Land anschließt und nicht nur die touristischen Stätten besucht, sondern den spirituellen Aspekt einer solchen Reise auch in den Fokus nimmt, auch die Gelegenheit hat, in den besetzten Gebieten mit den Christen dort zu sprechen, mit den Arabern, wird mit einer veränderten Sichtweise zurückkommen. Und man hat das Gespür, dass beide Länder aneinander leiden. Der Konflikt in Israel, der Konflikt Palästina ist ein Konflikt, der daraus entsteht, dass hier zwei Völker, nämlich die Juden und die Araber, Anspruch erheben auf das gleiche Stück Land. Und es steht also hier nicht Recht gegen Unrecht, sondern Anspruch gegen Anspruch. Und man kann den Anspruch und auch nicht einen Teilanspruch des anderen anerkennen, ohne nicht gleichzeitig die Legitimierung des eigenen Anspruchs zu relativieren. Zum Zweiten ist die Verbindung zu diesem Land als Heimat beider Völker von Juden und der arabischen, also speziell von den Muslimen, tief im kollektiven Gedächtnis, in der kollektiven Erinnerung verankert, sodass es nur schwer möglich ist, ohne Hilfe von außen, der Moderation von außen, hier zu einer Lösung zu finden, die für beide Seiten, sowohl für die jüdische Seite als auch für die arabische Seite, vertretbar ist. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass viele Christen, gerade auch junge Christen, mit den Gedankenspielen auszuwandern, das Heilige Land zu verlassen, weil die wirtschaftliche Situation zum Teil sehr schwierig ist, gerade für die christliche Minderheit, weil die politische Situation sehr schwierig ist. Kann man denn irgendetwas tun, um diese
sich fortsetzende Auswanderung zu bremsen oder zum Stillstand zu bringen? Darin besteht ja ein ganz konkretes Anliegen des Ritterordens vom Heiligen Grab, Projekte zu unterstützen, um den Christen, den bedrängten Christen dort eine Lebensperspektive zum Bleiben zu geben. So unterstützt der Ritterorden vom Heiligen Grab die Patriarchatsschulen insgesamt 47. Es wird die Bethlehem-Universität mit Stipendien unterstützt. Es werden Krankenhäuser, es werden Altenheime und Kindergärten und auch die Pfarreien unterstützt. Und auch ganz konkret und aktuell gibt es Mietzuschüsse für Christen in Jerusalem, aber auch in den besetzten Gebieten, also in Hebron und in Ramallah, um auch von der wirtschaftlichen Seite diesen Menschen dort unter die Arme zu greifen und zum Bleiben zu bewegen. Das hört sich allerdings so an, als würde das alles doch sehr viel Geld kosten. Wie finanziert denn Ihr Ritterorden diese vielen Projekte im Heiligen Land? Ja, das ist eine zentrale Frage, die natürlich den Kaufmann auch wieder anspricht. Wir sprechen hier über ein Budget von ca. 12 Millionen Euro pro Jahr. Und die also jährlich aufgebracht werden, um diese Projekte zu finanzieren und die Menschen dort zu unterstützen. Welche Bedeutung hat denn Jerusalem, diese heilige Stadt, für drei große Weltreligionen, für die Juden, für die Christen, für die Muslime? Welche Bedeutung hat diese Stadt für die Christenheit insgesamt? Vielleicht auch im Sinne der Verkündigung, die Grabeskirche ist gleichzeitig auch die Auferstehungskirche, also ein ganz zentraler Ort für das Christentum. Strahlt das aus in dieses multireligiöse heilige Land? Jerusalem, Sie haben es angesprochen, heilige Stadt in dem Wort Salem. Dieser Wortbestandteil ist ja eng mit dem hebräischen Shalom, Stadt des Friedens, verknüpft und verwandt. Und diese Stadt des Friedens könnte eigentlich ein Modell sein, das die drei abrahamitischen Weltreligionen friedlich zueinander finden könnten. Und die Fakten sehen, wie wir ja täglich in den Nachrichten beobachten und sehen können, sehen leider anders aus. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Umso wichtiger, dass es Organisationen gibt wie den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Eine letzte Frage, Herr Orschler. Was hat denn Ihre Mitgliedschaft in diesem Ritterorden mit Ihrem persönlichen Glauben gemacht? Hat sich da etwas verändert durch diese Mitgliedschaft? Ja, es ist eine sehr persönliche, eine sehr tiefgehende Frage, die Sie hier stellen. Und wenn Sie sich mit den Ordensmitgliedern unterhalten und sich gedanklich austauschen über Glaubensfragen und erkennen, dass der persönliche Glaube nicht etwas Statisches ist, nicht etwas, was man ein für alle Mal hat, sondern etwas Dynamisches, was sich weiterentwickelt, dann bedeutet mir auf diesem Weg dieser Weiterentwicklung, bedeutet mir persönlich diese Mitgliedschaft im Ritterorden sehr viel, weil ich sehr viele Impulse bekommen habe, die meinen Glauben festigen, den Glauben, das feste Vertrauen an einen Gott, an einen Gott der Liebe, an einen Gott der Barmherzigkeit, auf den ich schon jetzt vertrauen darf, aber auch wenn dieses Leben hier auf der Erde einmal zu Ende geht. Die Christen im Heiligen Land brauchen unsere Unterstützung. Sie, Herr Orschler, engagieren sich im Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Für Ihre Arbeit Gottes Segen. Danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Das war Weitblick. Vielen Dank, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.